gibt noch ein bisschen ein paar Punkte zu besprechen und dann gibt es noch zwei Lieder. Es ist einfach klasse, die Musik. Wir haben noch Zeit und sind gut in der Zeit. Wie geht es jetzt weiter? Am Montag, den 12. Oktober, ist wie jeden Montag Spaziergang in Waiblingen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Marktbrunnen. Am 16. Oktober ist Aufzug und Kundgebung in Göppingen. Der Aufzug startet um 16 Uhr und wird von Ruf der Trommel begleitet. Startpunkt ist das EWS-Gelände. Die Kundgebung findet dann im Anschluss an den Aufzug am EWS-Gelände statt. Es sind interessante Redner dabei, wie Michael Ballweg, Markus Heinz, Stefan Schmidt vom Seehof, die Petra, die Claudi, Stefan Bergmann und wir haben noch zwei Überraschungsgäste in petto. Und die Veranstaltung, also der Aufzug und die Kundgebung in Göppingen ist quasi unser erstes Kooperationsprojekt von Schorndorf Querdenken mit IBAM Göppingen. Das machen wir kreisgrenzenübergreifend. Wir freuen uns sehr, auch wenn ihr alle wieder da mit dabei seid. Genauso findet am 17. Oktober in Stuttgart wieder Fest für Frieden und Freiheit. Es geht weiter. Es geht um 12 Uhr auf dem Wasen los. Der Wasen ist leer. Und nach der Kundgebung ist der Aufzug, das ist der letzte Aufzug, Ruf der Trommeln im Oktober und ab November gibt es ein anderes Programm. Und jetzt habe ich vergessen zu fragen nach der Uhrzeit, Tina, Tanja. Am 24. Oktober ist in Gmünd vor der Johanniskirche um, wie viel Uhr? Um 11 Uhr Demo. Und am 25. Oktober ist in Mohart von 15 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz Demo und auch da kommt Michael Ballweg. Und hier in Schorndorf geht es am 30. Oktober wieder weiter. Jetzt möchte ich noch mal bitten für zwei Lieder.